Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen jetzt in einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, wir testen heute mal den Revoshi D-App Strong, was der Kollege kann, wie viel er kostet und so weiter und so fort, erfahrt ihr hier in diesem Video, deswegen bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie am Anfang erwähnt, stelle ich euch heute mal den Revoshi D-App Strong vor. Wir gehen das übliche Prozedere durch. 200 Gramm kosten hier 16,90 Euro. Das Ganze ist ready to smoke. Haben wir das abgearbeitet. Warum heißt der Kollege jetzt D-App Strong? Normalerweise heißen die ja normal D-App oder Double Crunch oder irgendwie was weiß ich, wie die heißen. Der Kollege heißt D-App Strong, weil es die Variante noch als D-App Lite gibt. Quasi das Ganze in... ja, einer abgespeckten Variation, quasi mit nicht so anislastig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe den noch nicht geraucht, kann dazu leider auch nichts sagen, ob das jetzt auch mit dem Anis sich so da zurückhält. Auf jeden Fall soll D-App Strong Anis in deine Fresse sein. Und ich als alter Doppelliebhaber. Das, liebe Fische, was an der Stelle... Und ich als alter Doppelapfel-Liebhaber dachte mir so, alles klar, du gönnst ja gleich den D-App Strong. Ich habe mir das Köpfchen schon gebaut, die Kohlen liegen auch schon hier oben drauf. Wie ihr es hier oben seht, so ein Stück im Tonkopf mit 4 Kohlen, weil ich das Video bei Schmidti gesehen habe und da auch mein Interesse an dem Döschen geweckt wurde und er gesagt hat, er kann 4 Kohlen ab. Also probieren wir das heute mal mit 4 Kohlen. Ich habe davon selber auch noch nichts geraucht, keinen Kopf vorher probiert. Hier noch nicht dran gezogen, also wird gleich Feuertaufe. Fix zur OVP. Hier vorne haben wir das Revoshi-Logo. Rechts und links ein Warnhinweis und oben das Ganze nochmal Revoshi-Logo und ein Warnhinweis. 200 Gramm, 16,90, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und ich zeige euch mal den Schnitteroni. Da haben wir den Schnitt. Ich hoffe, man sieht es. Dose ist halt in Schwer. Ja, man sieht es noch. Dose ist noch, wie gesagt, neu. Ja, da kommt ein dicker Batzen runter halt. Mittlerer Schnitt. Bis schon, ja, fast grob. Und ich kann euch so wie sagen, alleine wenn ich die Dose hier so auf der Höhe halte, alter Vater. Also, oh, verliebt. Also vom Geruch her ist er wirklich schon... ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen intensiver als andere Sorten, aber es geht schon gut los. Also es geht schon gut los. Er wird sich vom Geruch nicht allzu viel nehmen, wie zu anderen Doppelapfelsorten. Deswegen bin ich gespannt, was er geschmacklich kann, Freunde. Aber er riecht sehr schön, wie ein Doppelapfel für mich riechen muss. Schön nach Anis. Und deswegen würde ich sagen, gönnen wir uns hier mal einen Zug. Ich hoffe, der schallert nicht zu sehr. Kohlen liegen jetzt schon easy 4 Minuten drauf. Ich habe heute auch extra, weil ich es gerade in der Kamera sehe, ich habe heute extra, als ich beschwert wurde bei der VUCA, warum ich denn einen Diffuser dran habe, habe ich für euch extra heute mal den Diffuser abgemacht. Wenn es jetzt zu laut wird, ihr wolltet das so. So Freunde, jetzt kommen wir aber hier zum ersten Zug. Holy moly. Also ich kann sowieso sagen schon mal, 4 Kohlen kann er safe ab. Digga. Anders. Was ich sagen wollte, 4 Kohlen kann er safe ab. Ich blende euch jetzt hier auch an der Stelle mal ein Bild vom Kopfbar ein. Ihr seht, ich habe das Ganze quasi so bis kurz unter den Rand gebaut, so wie ich eigentlich fast jeden Doppelapfel baue. Deswegen habe ich auch 4 Kohlen draufgelegt. Wenn ich jetzt vielleicht höher baue, würde ich wahrscheinlich bloß mit 3 Kohlen rauchen, weil er sonst zu sehr vielleicht ballert. Aber, Alter, also... ich glaube, ich habe hier wirklich einen neuen... Doppelapfel-Lieblings-Flavor-Hersteller. Ihr wisst, was ich meine.
gefunden. Was? Vom Flavor muss ich ja sagen, ist es für mich einfach so eine richtig schön vollmundige Anisnote. Ich weiß, Doppelapfel ist, glaube ich, der Tabak, wo sich am meisten die Geister scheiden. Die einen hassen ihn, die anderen mögen ihn. Aber das Ding, boah, also vollmundiger oder einen vollmundigeren Anis in einem Doppelapfel hatte ich bisher, muss ich wirklich ehrlich sagen, noch nie. Also der ist wirklich wow. Das Ding ist, flavortechnisch lässt sich ein Doppelapfel einfach jetzt nicht so einfach beschreiben wie so ein Fruchttabak, sage ich mal. Es ist halt einfach Anis. Es ist Anis in dein Gesicht. Es ist für mich eine sehr vollmundige, eine, ich sag mal, komplette Anisnote. Und ich muss sagen, ich verstehe, warum Leute wie Schmitty diesen Kollegen echt lieben. Es ist ein babamäßiger Doppelapfel, Freunde. Also wer wirklich auf einen richtig schönen Doppelapfel steht, macht mit dem Kollegen definitiv nichts falsch. Also der hat mich wirklich voll abgeholt. Ja, Freunde, und deswegen bekommt der Revoshi Diab Strong eine Kaufempfehlung von mir. Wer sich an das Doppelapfel-Thema rantrauen möchte, wer das noch nicht geraucht hat, fährt vielleicht mit einem Diab Light oder einer anderen Sorte vielleicht ein bisschen sicherer, sage ich mal, die vielleicht nicht so anislastig ist, könnt ihr in den jeweiligen Shops, wo ihr euren Tabak holt, natürlich auch nachfragen. Aber für mich persönlich, der schon des Öfteren oder seit mehreren Jahren Doppelapfel raucht, der Diab Strong. Komplette Kaufempfehlung, wie gesagt, 16,90 Euro ist vom Preis her auch stabil, muss ich sagen. Und deswegen werde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst unter dem Video ein Abo da. Wenn ihr den Diab Strong schon mal geballert habt oder den Diab Light schon mal geraucht habt, schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare, was ihr zum Diab Strong, zum Diab Light sagt. Vielleicht habt ihr auch schon beide geraucht und könnt die miteinander vergleichen, würde ich mich sehr über einen Kommentar unten freuen. Vielleicht kommt der Light auch nochmal als Vergleichvideo. Und dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Und der letzte Zug von Diab Strong geht hier an der Stelle auf euch, Freunde. Machen wir meinen alten Rauch raus. Und wer hier beschwert sich einer, dass es zu laut war? Ihr wolltet das so. Ihr wolltet das da draußen so. Wieder schauen und reingehauen.